So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Jetzt kann ich das Raid am Mittwoch aber nicht am Mittwoch rausbringen, weil da ist ja schon wieder C-Day angekündigt worden, News haben immer Vorrang. Dann wollte ich das am Donnerstag rausbringen, aber am Mittwoch ist auch das Psycho-Spektakel gestartet. Und da gab es auch Tarnell Döner Raids Stufe 3. Da wollte ich auch gerne mal ein Video machen. Also habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt trotzdem am Mittwoch, Raid am Mittwoch auf. Aber nicht für Donnerstag, nicht für Mittwoch, sondern für Freitag. Da ist nämlich doch Kindertag und da könnt ihr euch die Highlights der Woche angucken oder auch nicht. Aber Tarnell hat auch irgendwie Vorrang. Und in letzter Zeit kam das immer Freitag, deswegen ist das eigentlich auch egal. Irgendwann kommen wir am Mittwoch wieder zurück. Und das ist dann der Schocker der Woche. Nee. Jetzt aber angefangen mit dem Video und mit euren Highlights der Woche und euren Einsendungen. Angefangen hat die Woche hier beim Burkhardt, der macht jede Burkhardt. Ich bin Glücksfreund geworden und ich freue mich, dass er immer noch da ist, denn der ist auch schon ewig dabei. Dann wurde es mal ruhig, jetzt ist er wieder glücklich. Linus, auch Glücksfreunde geworden, dem habe ich auch eine Freude gemacht. Der ist nämlich auch beim Samyang Lucky gewesen die ganze Zeit. Dann Ramses Raid Mania, den habe ich ja nicht mehr. Den hat jetzt wer anderes und der ist glücklich geworden. Da gab es ein großes Wiedervereinigungsfest, ein Homecoming, das war cool. Marius, welcher Marius auch immer, hier dieser Western, Müller, Hagen, irgendwas. Cooler Hintergrund. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit sind immer durch diese Hintergründe verschiedene Pikachu-Fotos im Umlauf mit komischen Hintergründen. Guckt euch das an, wer kennt das, wo ist das? Auf jeden Fall, so ein Pikachu möchte ich auch haben. Oder hier, Saniel Dilling. Was soll das darstellen? Man weiß es nicht genau. Also ihr wisst es, ich nicht. Ich sehe da einfach nur Tupac Shakur oder was. Das ist richtig cool. Und deswegen gehen wir weiter, denn das ist es, Saniel. Der ist auch glücklich geworden. Und dann hat er noch einen. Nee, erstmal kommt fein lecker Bier. Der ist auch glücklich geworden. Und dann haut er Daniel noch einen raus. Dafür gab es heftig Kritik von der Denise, weil die gesagt hat, das ist nicht lustig. Ich fand, das traue ich Najendik sogar noch zu. Wenn du in Dresden bist und hast gesehen, die Carola-Brücke ist eingestürzt oder so. Und dann gibt's halt jetzt als Event-Hintergrund Pikachu gefangen in Dresden und hast die Carola-Brücke als Hintergrund. Das ist so böse, das ist so gemein. Aber irgendwie finde ich das gut, weil wenn es Dinge gibt, über die du dich nicht lustig machen kannst, dann grenzt du das ja aus. Und Ausgrenzung ist nie gut. Du darfst nicht Leute ausgrenzen und denen das Gefühl geben, die sind anders. Wir sind alle gleich, alles ist gleich, also macht euch auch über alles lustig und dann ist auch okay. Das Leben ist so kurz, deswegen stützt auch mal die Brücke ein. Da gibt es ja auch Bilder, wo da hier diese Politikerin da drauf gestanden hat. Das war, ja, fand ich nicht so lustig, weil das greift die ja an, als wäre die fett. Und das ist lustig, weil man der Jentik sagt, okay, da ist was Besonderes gewesen, da kommen wir, machen wir gleich ein Event-Hintergrund raus. Ich finde es nicht so böse, so schlimm. Wo was nicht heißt, dass ich es gut finde, wenn Brücken einstürzen, aber ich finde diesen Hintergrund, es hat mich einfach erreicht. Dann haben wir hier vom Stefan Landei, der hat noch einen Pokestop gefunden, nur für Selbstgespräche, Telefon, welches neben einer Bank an einem Baum als lustiger Wegweiser angebracht ist oder da rumhängt, nur für Selbstgespräche. Finde ich cool, was alles Pokestops werden. Sören zeigt uns ein goldener Sonntagabend mit seinem Shiny Baumball. Dann danke an Net Ghost, der hat mir nämlich für das Psycho-Spektakel-Event ein Ticket geschenkt. Raiffeisenbank. Raiffeisen Feyman ist auf jeden Fall auch glücklich geworden. Der Papa also von Julchen. Centuria ist auch glücklich geworden. Dann haben wir Shenaya gebrütet. Hunderte Zickzacks. Schlaraffel. Ein Döner Elitemon. Das hat nämlich 1337 als WP. Wir hatten damals ja mal ein Video gemacht. Habt ihr Elite-Pokémon, die WP 1337 haben? Ohne zu pushen. Einfach nur mal in den Beutel gucken und jetzt sogar ein Elite-Döner-Mon. Dann, 4Bro hatte Glück, das bleibt so. Glücks-Raupi 100%, Aluhut schickt uns hier rein, Rabauz gebrütet, sehr cool, sogar ein 98er in Shiny, Schlappohr, wild, in Shiny, dann macht er plötzlich einen auf Sarina, arriba, weil Sarina nichts geschickt hat, schickt Aluhut jetzt Sarinas Einsendungen oder Sarina hat sich einen neuen Aluhut-Account gemacht, da ist drin Chanera,
Pichu, Lil Yep, alles shiny, Lil Yep auch Krypto, dann Pi, Mauzi, Rosana, Schlappohr, Schlob, Quapsel, Ferkuli, alles Sarina Shinies, dann Sneebel, Gladiantri, Zirpurze, 200er, 100er Rabauts, würde ich auf jeden Fall so lassen, bitte nicht entwickeln, 100er Volley und am Ende noch ein Gramurks, wo man damals dachte, das gab es nur am 1. April als April-Scherz, weil alle gefangenen Shinies von Gramurks waren am 1. April. Später wurde das auch an anderen Tagen gesichtet, da wusste man, es ist kein April-Scherz und galt nicht nur an dem einen Tag. Endlich Alexander Ahringer, meine Shiny Ponida Community Day Ausbeute Teil 1 in Pokémon Go. Noch mehr hätte er gar nicht schreiben können. 14 Stück hier unten, meine Shiny Community Day Ausbeute von Ponida Teil 2 in Pokémon Go. Da sieht man auch noch Schlob dabei. Und endlich mein 100er Hoplo in Pokémon Go. Das finde ich cool. Margo FedEx. Mönch Altorf, Zürich, Schweiz. Der hat ein 100er Shiggy. Der hat das entwickelt. Und der hat das Gedöner Max. Und jetzt ist es sogar noch ein fettes XL auf Level 50. Das sieht cool aus. Ich glaube, ich habe bisher noch gar keins gesehen. Ich bin ja momentan immer auf Glumanda-Jagd, weil... Also eigentlich sind alle drei Starter cool, aber Glumanda wollte ich als erstes in 100 Dönermax haben, habe aber bisher noch kein Glück. Koalilu, Shiny, Gossau Zürich, auch mitgenommen. Black Viper Cat zeigt jetzt hier 100% Shiny Ponita und 100% Shiny Gala Ponita vom Sea Day. Das eine ist sogar ein Ghost Rider, aber das ist nicht Schocker der Woche für mich, weil es war ja nur ein Seed Day. Wenn man mit einer Map spielt zum Beispiel, weiß man, wo die 100er sitzen. Shiny-Rate ist auch deutlich erhöht, für ihn cool, für seine Collection, aber der Fangout ist auch abgeschnitten. Da bin ich immer skeptisch, deswegen ziehen wir schnell weiter, sehen Ben mit der Häkelmütze. Der hat ein 98er Krypto Golbit gehabt. Das Bild hat er nämlich auch gesendet. Ich habe nur das mit reingenommen. Er hat es erlöst zu einem 100er. Hat hier noch das 100er Ponita aus Weiterstadt Hessen mitgenommen. iScorpions 100% Gramurks plus macht's möglich. Sankabu, ich ein 100er im Urlaub. Er, yes, da ist Nuller einfach so. Wilhelmsdorf, Baden-Württemberg. Glückwunsch dazu. Ich weiß gar nicht, soll ich meinen 100er entwickeln oder nicht? Ich finde das so als Sandhaufen irgendwie viel cooler, als wenn das so eine richtige Burg dann ist. Kaiser Kai, mein zweiter Meisterball, gut investiert. 23,51, ihr wisst, das ist der 100er Werk, 100er Kyokre. Gefangen mit dem Meisterball, würde ich auf jeden Fall auch so machen, weil für was nimmt man den sonst? Galavögel? Nee. Dann fängst du den, der ist schlecht, danach kommt ein besserer und den fängst du nicht. Wer weiß, die Galas werden vielleicht auch irgendwann nochmal als Shinies eingeführt und dann vielleicht sind die in Raids oder in Elite Raids, dann habt ihr nochmal ganz andere Möglichkeiten, wo ihr auch Werte dazu habt und ungefähr wisst, ob das gut oder schlecht ist. Pascal, so heißt auch der Castor, aber das ist er nicht, für Raid am Mittwoch hier. Ein Cresselia im Schafskostüm, aber man sieht den Rest Cresselia hinten raus gucken, blitzen. Und es riecht auch, also da ist noch eine Wolke dabei. Benjamin hat wieder mal nach dem C-Day diese besonderen Vierer-Raids probiert. Ponita im Solo geschafft. Boss hatte Tackle Flammenrad, 23 Sekunden übrig. Dann Gala Ponita im Solo geschafft. Boss hatte Feenbrise, Sternschauer, 5 Sekunden übrig. Und noch knapper geht's nur mit Lapras. Krypto Lapras ohne Edelsteine benutzen, besiegt. Heftige Herausforderung, hatte 3 Anläufe gebraucht. Boss hatte Isis Odem, Schädelwumme, da sind nämlich genau 0 Sekunden übrig. Also der Benjamin ist immer dabei, wenn es um Schalienge geht. Dann haben wir Cumulus hier. Shiny Mauzi, Shiny Tangela, Shiny Gala, Smog, Mog, zack. Dann haben wir Sneebel, immer noch Cumulus. Samurzelus ist auch am Start. Tanza, Shiny, Volley, Shiny und dann als Döner-Max ein Döner-Volley, Shiny am Start. Ich habe noch keinen Döner-Shiny. Lenzard nach langer Zeit wieder was? 52 Bonitas beim C-Day in Shiny. Ninel, farme den seit Wechsel für die Medaille. Mein erster 3-Sterne-Krypto-Kani und auch noch Shiny. Wird leider kein 100er. Das ist aber, glaube ich, eins, was auch nochmal eine Mega-Entwicklung kriegt, oder? Deswegen hat der Benny den ja auch immer mitgenommen, gefarmt, gemacht. Shiny Krypto Kanivanya. Und Kanivanya ist ja eins, womit ihr gut eure Trainingsmedaille pushen könnt.
Haben wir ja damals mal einen Trick gezeigt, ein Video dazu. Wer das noch kennt, der weiß Bescheid. Wer nicht, der hat Pech. Da ist die Laura Feuerwehrfrau. Die zeigt uns hier Robball, Pikachu und dann Bonita. Was ist da los? Keine Zeit mehr, keine Lust. Die arme Laura, Gott hab sie selig. Und der eine Kurde aus Hamburg, aus der Wildnis und jetzt in Donarion. Das wird den Schocker der Woche, hat er gemeint. Der hat das hier gefangen in Hamburg, ne? 100% Mapula Shiny und dann entwickelt in Donarion, muss er noch hochziehen. Aber ist nicht Schocker der Woche. Denn der Schocker der Woche, der kommt jetzt. Und der Schocker der Woche kommt nicht von Adischatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von, pass auf, haltet euch fest, von Linus1309. Der hat hier nämlich ein 100% Krypto Cresselia. Und ihr wisst ja, 100%ige Kryptos sind auf jeden Fall das Maß aller Dinge. Also 100er Döners, okay. 100er, okay. 100er Shinies, okay. Aber 100er Kryptos, das sind halt die heftigsten, die stärksten. Noch krasser sind nur 100er Krypto-Shinies. Legendäre, wenn es darum geht. Da habt ihr nicht so viele Möglichkeiten, da habt ihr nicht so viel Zeit. Cresselia Raids gab es noch gar nicht als Krypto, aber der ist bei Giovanni gewesen. Und bei Giovanni hast du gefühlt ja nur einmal also die Möglichkeit, ein Cresselia zu holen. Also du hast hier halt Radare aufgehoben, was man aber nicht macht, wenn es um Cresselia geht. Dort mehrere reinbuddern. Also bei einer Giovanni-Begegnung mit Cresselia hat er das 100% Cresselia von Giovanni bekommen. Denn da willst du nicht mehrere Anläufe, dann nimmst du das mit, was du kriegst. Und bei ihm ist es das 100%ige Krypto Cresselia und das ist fett, weil das ist selten. Das ist vielleicht nicht nützlich, aber es ist für mich der Schocker der Woche. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich werde trotzdem weiterhin immer am Mittwoch abscreenen und am Mittwoch aufnehmen, auch wenn das Video am Freitag kommt. Also wundert euch nicht, wenn ihr am Donnerstag was geschickt habt, wieso das am Freitag in dem Video nicht drin ist. Das ist dann die Woche drauf drin. Das ist nämlich nicht immer das drin, was draufsteht. Das ist schon wieder Flair und Stupido, deswegen Peace out, Vorhaut, euer Ramses.